Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Das weiß ich selber nicht mehr so genau. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, als die erste Eisenbahn hier durchs Land gefahren ist. Was tut er? Jesus, Maria und Josef! Was ist das denn? Das ist Lola. Hallo. Odi. Guten Tag. Bist du Cowboy-Astronauten-Millionär oder warum siehst du so aus? Da ist ein Pfeiler. Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Einen wunderschönen guten Abend. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, Horst Flock mein Name. Ich bin zum Praktikum hier. Sie sind zum Praktikum hier? Ja. Oder frage ich einmal nach, jo? Ja, machen Sie das mal. Leitstelle für die 33 kommen. Ja, wir hätten hier einen Herrn Horst Pflock in der Lobby stehen, der wäre für ein Praktikum da. Ja. Gut, ich hoffe, da kommt jetzt noch eine Rückmeldung. Okay, ich auch. Vielleicht hätten Sie dazu sagen sollen, der mit dem kleinen Stock. Hallo? Ja, ich habe zumindest gerade die Bestätigung für Ihr Praktikum gekriegt. Na, das ist schon mal ein Anfang. Jetzt muss ich bloß noch einer finden. Der sie einweist und dann mitnimmt. Ja, wo ist denn jetzt hier der junge Mann von gestern? Der Herr McLean hat mir gerade durchgegeben, dass er. Also, er hat sie gerade quasi bestätigt. Ja, soll der mich schon mitnehmen? Der ist, glaube ich, gerade. Schwer beschäftigt. Ja, das sagen sie alle. Denn 5? Steht wahrscheinlich wieder am Donutladen oder so. Das kann ich mir schon vorstellen. Nee, der macht Detektivitätsarbeiten. Ach so. Am Donutladen zufälligerweise? Nee, tatsächlich nicht. Ach so. Dass ich wüsste zumindest. Ah, okay, ja. Nein, der hat ganz viele Aufgaben aufbekommen, weil ein Kollege im Urlaub ist und deswegen muss er. Muss ein bisschen was aufholen. Ach, Urlaub macht ihr auch noch mit meinen Steuergeldern? Wir machen auch ab und zu Urlaub, ja. Ei. Man kann es kaum glauben. Nee, ich kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Urlaub gab's bei uns früher nicht. Nee? Nein, da gab's nur sonntags auf die Fresse, weil da musstest du ja in die Kirche. Wehe, du hast ja gearbeitet. Aber Urlaub hatten wir nicht. Das konnten wir uns gar nicht leisten, sowas. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Das weiß ich selber nicht mehr so genau. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, als die erste Eisenbahn hier durchs Land gefahren ist. Aber Sie müssen doch wissen, wann Sie geboren sind. Nee, wieso muss ich das denn wissen? Ja, ich dachte, das weiß man halt einfach. Ja, also einmal im Jahr kriege ich immer ganz viele E-Mails mit herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, das ist es. Ja. Aber wollen Sie denn wissen, was für ein Jahr das war? Also. Ja, Fotografie war damals noch nicht. Da könnte man ja nach dem Datum gucken. Okay. Ja, hören Sie mal, ich bin schon so oft umgezogen. Ja, da habe ich nicht mehr alle Dokumente. Es finden sich, die Leute finden sich im Funk gerade nicht zurecht. Die finden sich nicht zurecht im Funk? Nee. Sind die alle ein bisschen blöd in der Birne, oder was? Die sollen da auch nicht rumlaufen. So, und jetzt? Haben Sie sich zurechtgefunden? Nee, haben Sie nicht. 10-4, dann funke ich den Anschluss nochmal an. Ich kann Ihnen sagen, da vorne kommen jetzt 2 Kollegen. Ja. Yeah. Und ich hoffe für Sie, dass Sie zumindest einer davon mitnimmt. Weil der andere muss mit mir in Ausbildung gehen. Der muss mit Ihnen in die Ausbildung gehen? Also ich muss Ausbildung machen. Ach so. Sind Sie noch Rekrut oder was? Nee, Rekrut bin ich nicht mehr, aber es gibt auch nach Rekrut noch Ausbildung, die man machen muss. Ja, wunderschönen Herr Reini. Guten Tag. Ich grüße ebenfalls.
Mit großer Sammelpanzer. Grant? Jawohl. Ja, das ist der Herr Flock. Der Herr Flock braucht jemanden, der ihn einweist und mitnimmt. Guten Tag, Herr Flock. Hallo! Müller, mein Name. Flock, mein Name. Großes F, kleiner Stock. Okay. Sie möchten Praktikum machen, habe ich gehört. Das ist richtig, ja. Ich will mal gucken, was ihr so den ganzen Tag treibt. Ja, das freut uns doch zu hören. Praktikanten nehmen wir immer gerne mit und wir brauchen auch immer tatkräftige Unterstützung im PD. Also wenn Sie sich danach entscheiden möchten, bei uns zu arbeiten, sind wir darüber sehr erfreut. Ich würde Sie dann durch das Praktikum führen und mit auf Streife nehmen. Okay, super. Und vorher müsste ich Ihnen immer noch zwei, drei Sachen erläutern, was dann auch in Zukunft, bevor wir losfahren. Moment mal. Sagen Sie mal, ist das eine Rolex? Verdient man doch so gut bei euch, Jungs? Sprechen Sie mit mir? Ja, guck doch mal, was für ein dickes Ding ist denn das? Bitte? Das kann ich mir jetzt auch nicht leisten. Also, wenn ich eine Rolex hätte... Ja, hör mal, da ist aber ein Riesenteil, Mensch. Die sieht aber auch eher nach einer Richard Miller aus, ne? Richard Miller. Herr Müller, haben Sie noch einen kurzen Moment? Okay, ja. Also, dann warte ich natürlich einfach hier. Wir können uns ja ein bisschen... Warum haben Sie keine Schutzweste? Da wir uns momentan nicht in einer besonderen Lage befinden, habe ich keine an. Ach so. Ja. Mhm. Ich dachte, die hält warm. Die hält bestimmt auch ein bisschen warm, ja, aber kann auch mal ein Windzug drunter kommen. Sagen Sie, haben Sie einmal einen Ausweis für mich? Bitte. Moment. Da muss ich erstmal gucken, wo der ist. Der liegt irgendwo tief vergraben. Also, warten Sie mal. Panzerführerschein? Nee. Wer macht's Ausweis? Nee. Clubkarte? Nee. Oh, ich hätte hier noch einen Gutschein für unseren Astralclub. Die Sternegucker. Wollen Sie da mal vorbeischauen? Da können wir gerne später drüber reden. Okay. Erstmal tatsächlich den Ausweis. Ja, den habe ich hier bestimmt irgendwo. Mhm. Den muss ich Ihnen ja jetzt nur zeigen. Das ist richtig. Das geht bestimmt total einfach. Das geht Sei ich doch. Bestimmt total einfach. Herr Flock, haben Sie sich zufällig bei uns mal beworben gehabt? Nee. Nicht? Nee. Okay. Also hier noch nicht. Okay. Gut, dann Herr Flock. Unterhalten Sie sich ganz kurz mit dem Mensch Grant? Yeah. Ja, ich muss mir ganz kurz nochmal den Herrn Müller beiseite schnappen. Ach, Mensch. Tja. Hast du gesehen, was der für eine fette Uhr am Handgelenk hat? Ja, habe ich gesehen. Wahnsinn. Ja, wer weiß, wo der herkommt. Wie kommen Sie denn dazu, dass Sie ein Praktikum bei der Polizei machen möchten? Das war Jum-Jums Idee. Oder Ling-Ling. Jum-Fick-Fick. Schnitzel-Schnitzel. Ach hier, die... Ja, ich weiß, was Sie meinen. Ja. Yeah. Was denn? War der Ihre Idee? Und da dachten Sie sich, probieren Sie es mal aus. Ja, natürlich. Ich mache ja hier gerade eine lebenswandelnde Dings durch. Lebenswandelndes. Ja, immer, ich hab mir so eine Pyramide gekauft und einen Nullpunkt-Energiegenerator. Nullpunkt-Energiegenerator? Na, das ist ein Hasendraht, der auf spezielle Weise verlötet ist und die negativen Chakren aus meiner Wohnung rauszieht. Okay, dann sind sie ja quasi wie geschaffen. Hi. Was ist denn da? Jesus, Maria und Josef! Was ist Hallo, das denn? Lola. Das ist Lola. Hallo. Was bist du da dabei, Kannst Lola? Kannst du uns mehr Schweinchen halten? Ja, Grant, halt mal bitte. Grant, und vorsichtig mit umgehen. Ja, ich halte die Meerschweinchen. Okay, Airflock. Ja. Yeah. Folgendes. Ihr habt hier Schweine? Nein, haben wir nicht. Folgendes. Sie sind, mittlerweile 71 Jahre alt, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist richtig? Ich habe kein Wort verstanden. Was? Sie sind mittlerweile 71 Jahre alt, ist das richtig? Echt? Wann ist das denn passiert? Ging die Jahre wieder zu schnell oben, ja? Ja. Okay, Herr Flock, verfolgen Sie die Absicht, sich eventuell beim LSPD zu bewerben?
Keine Ahnung, ich habe mir da gar keine Gedanken drum gemacht, aber warum denn nicht? Okay, da würde ich Ihnen tatsächlich direkt mit auf den Weg geben, ohne jetzt irgendwie Ihre Träume Ihre Absichten zerstören zu wollen, würde ich Ihnen da einmal direkt auf den Weg mitgeben. Sie sind natürlich jetzt in einem Alter, wo auch die körperlichen Eigenschaften natürlich etwas nachlassen. Ne? Dementsprechend haben wir da natürlich ein höheres Risiko, sie erstmal überhaupt auf ein Praktikum mitzunehmen. Ja. Und das Ganze wäre dann natürlich im Dienst genauso. Das heißt, da muss ich Ihnen leider direkt sagen, Lola, kannst du uns eine Sekunde geben, bitte? Ich habe keine Sekunde dabei. Okay. Dann, Lola, kannst du uns eine Sekunde kurz alleine lassen? Wenn ihr noch zu viel seid, seid ihr nicht allein. Aber okay. Okay. Genau, das heißt, für den Dienst ist das tatsächlich schon schwierig. Wenn Sie sich hier im SLPD bewerben wollen, dann würde ich Ihnen da empfehlen, dass Sie erstmal noch ein bisschen Geduld zeigen, da wir momentan dabei sind, zivile Tätigkeiten auch hier als Angestellter im SLPD zu stellen. Ja, das heißt, eventuell sollten Sie darauf warten. Als Beamter im Dienst, im aktiven Streifendienst, ist das Ganze in dem hohen Alter natürlich, in dem höheren Alter natürlich schwierig. Ja. Praktikum wäre jetzt tatsächlich auch erstmal nicht machbar. Was wir machen könnten, wenn man sie mitnimmt, ist, wenn wir mehrere Streifen unterwegs haben, ja, dass sie da quasi einfach nochmal im Laufe des Abends, der nächsten Tage abends, einfach mal bei uns nachfragen, wie es denn aussieht. Ja. Ich sag mal so, ab 6 Streifen bei uns könnte man das machen, dass man sie mal auf ein Praktikum mitnimmt, weil dann haben wir immer noch so die Kapazität, dass viele Einheiten anfahren können, ja, wir sie aber notfalls auch noch rauslassen können. Ja, hier PD. Also das heißt, ich kann jetzt saufen gehen? Das heißt, Sie können jetzt saufen gehen, ja. Ja gut, dann gehe ich. Pass auf, nicht zu viel, nicht, dass sie nicht mehr nach Hause finden, umfallen oder was auch immer sich fetzen. Ja, ganz normaler Mittwochabend. Immer in Maßen. Oh, auf jeden Fall. Ist ja schon in Maßen, natürlich. Der trinkt ja weniger als ein Maß. Für Maß. Ja, okay. Gut, aber ich danke auf jeden Fall für die Interesse und wenn Sie Ihr Praktikum machen wollen, wie gesagt, gerne, sofern wir die Kapazität dafür haben. Ja, alles gut. Ich gehe saufen. Okay. Ja, viel Spaß. Tschüss. Auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Hallo. Guten Tag. Mein Auto ist schöner als deins. Ich kann aber dein Auto bei mir auf die Ladefläche packen. Ja, das stimmt. Hast du schon mal Meerschweinchen gesehen? Was, Meerschwein? Schon wieder Schweine? Guck mal in der Kiste. Ach du liebe Zeit. Das sind doch keine Schweine. Das sind Pelzknäule. 3 kleine Babymeerschweinchen. Ach du liebe Zeit, was macht man damit? Das sind meine Haustiere. Warum hast du die denn hier? Weil ich wollte die den Chef von Polizei zeigen. Was wolltest du dir der Polizei zeigen? Genau. Da rennt doch schon genug Schweine rum. Du brauchst doch nicht noch mehr da reintragen. Hat die Polizei auch Meerschweinchen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht nur Meerschweinchen zu Hause haben. Ich hab noch ein Stinktier. Was, ein Stinktier? Aber das heißt, du nicht dabei, oder? Nein, das ist ein Stall. Oh Gott, Stinktier. Hör mal, wenn du hier gerade so rumstehst mit deiner Kiste, du musst nicht zufälligerweise mal in den Norden fahren? Ich fahre immer überall hin. Ich arbeite bei Leffen weiter. Wir machen auch Taxifahrten. Ach so. Das ist ja hervorragend. Hör mal, ich müsste mal nach ganz oben. Also, da steht noch ein Auto von mir. Kann ich dich mitnehmen? Aber du musst meine Meerschweinchen auf den Schoß nehmen. Ach du liebe Zeit. Machen die Pipi? Nein, die sind ja in der Kiste drin. Ja, aber nicht, dass sie mir durchweicht, die Kiste. Nein, ich habe ein Tuch drin. Ich kann dir noch ein Tuch
Ach ja, dann, okay, dann muss ich das auf den Schoß nehmen, oder was? Oh Gott. Oh Gott. Das ist mein Freund Rassi. Ach, wie viel Zeit. Ja, dann, okay, dann würde ich sagen, ich steig mal ein und du packst sie mir auf meinen Schoß. Hallo, Lava. Na gut. Guten Tag. Hab ich ja gar nicht gesehen, Lola. Hallo, Howdy. Und Howdy. Howdy. Guten Tag. Bist du ein Cowboy-Astronauten-Millionär oder warum siehst du so aus? Was? Ja. Das hätte ja sein können. Wie, was hätte sein können? Ja, dass du Cowboy-Astronauten-Millionär bist. Also, ich bin kein Cowboy, ich bin kein Millionär und ich bin auch kein. Was war das andere? Rassim ist der Meerschweinchen-Papa. Schau mal. Aber ich bin Meerschweinchen-Papa. Hm? Also, ich hab sie dabei. Was heißt hier, Papa? Hast du die gezeugt, oder? Was? Sie sagt doch, du bist der Vater. Ja, adoptativ bin ich der Vater nur. Alles gut. Achso. Und du gehst jetzt gerade auf eine Halloween-Feier, oder? Warum gehe ich auf eine Halloween-Feier? Was soll das denn? Das war eine Frage. Ja, ich habe auch gefragt. Ja, also du hast einen Cowboy-Hut und so eine Astronautenbrille. Soll ich meine Brille mal abnehmen? Guck, wenn ich... Guck, jetzt kannst du mir auch in die Augen gucken. Da siehst du. Hör mal, dir wächst da was auf der Nase. Hat dir das schon mal einer gesagt? Also ich würde damit vielleicht zum Arzt gehen. Was meinst du? Da ist so ein komischer Knubbel. Knubbel? Ja, ist so ein komischer Knubbel. Ich glaube, das nennt man Nasenknochen. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, da wächst irgendwas. Ich hab das auf meinem Rücken immer ganz schlimm. Je älter man wird, desto mehr wächst sowas. Ja, du hast einen Katzenbuckel. Fast der. Naja, so viele Haare wie das sind, könnte das schon hinkommen. Ja. Ja. So, und hast du jetzt auch mehr Schweinchen oder hast du nur adoptivweise diese mehr Schweinchen? Na, ich bin adoptativ zweifel hier, Vater. Ach so. Und was hast du für Haustiere? Gar keine. Ah, okay. Ja. Ja. Manchmal hilft er mir mit meinen Meerschweinchen. Genau, das, ja. Genau, das mache ich. Rassim hat die auch kastratiert. Genau, weil ich bin Kastrateur. Also, sie hat die kastratiert, habe ich die. Hast du denen den Pimmel abgeschnitten? Nee. Aber kastriert? Also, was hast du mit denen. Wie? Im Krankenhaus. Im Krankenhaus mit Werkzeug. Also, Medizin ist ein Werkzeug, wohlgemerkt. Sag mal, dann ist doch. Hör mal, dann. Wie? Das wie? Ja, also, wie macht man denn bitte? Da sieht man doch gar nichts. Ja, deswegen muss man ja die Augen aufmachen, dann sieht man auch was. Alter Vater. Ja, der ist aber ganz schön klein. Da braucht man aber ruhige Hände, wa? Na klar, deswegen immer schön durch die Nase ausatmen, durch den Mund einatmen. Immer schön locker durch die Hose atmen. Ja, ich kenne das. Ja, und nee, nicht durch die Hose. Nicht? Hose wäre falsch. Ach so. Nee. Ja, und was machst du jetzt, wenn eins hops geht von den Viechern? Ja, dann muss man die weg. Ein Meerschweinchen ist gestorben bei Kastration. Und dann? Pastete oder was? Nein, den habe ich begraben hinter Levin wieder. Ach so, ja, natürlich. Ja, ja. Der wurde dann begraben, beerdigt. Mein Name war Nummer 1. Genau, die sind durchnummeriert? Nein, die heißen 1 ist tot, 2, 3, 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Pink Daisy, McCullen und Jacqueline. Was ist denn bitte mit 4,5 passiert? Ach so. Genau. Deswegen 4,5. Und wieso sind die ersten durchnummeriert und danach haben sie normale Namen? Das sind die Namen von den kleinen Babys, die ich dabei habe. Den hat der Herr Hanks ausgesucht.
Ach so. Ja, das ergibt ja Sinn. Absolut, ergibt alles Sinn. Ich weiß, wir fahren in den Norden. Ach du Kacke, was macht die denn im Norden? Da steht noch eine Buchse vor mir, die müssen wir abholen. Für eine Buchse. Was für eine Buchse? Ein altes Auto. So. Was ist mit dem? Das ist auch ein altes, aber mein anderes altes, das steht im Norden. Das muss ich mal abholen. Ja, dann. Bist du denn das Auto, Alter? Hör mal, dann. Pass auf, dann komme ich gleich wieder. Ich gehe mal nur ganz schnell da. Ich gehe mal pullern an die Wand. Ich komme gleich wieder. An die Wand? Ja, ja, da ist ja ein bisschen Grünstreifen, ne? Ja, aber Hände waschen nicht vergessen. Ja, ja, ich wasche mir da hinten die Hände. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt aber. Howdy, howdy, howdy. Jetzt bin ich wieder da. Ja, das sehen wir. Ja, ne? Musst du manchmal auch in die Hose Pipi machen? Nee, Gott sei Dank noch nicht. Oh. Wie alt bist du überhaupt? Das weiß ich nicht mehr so genau, aber schon was älter. Darf ich einen Tipp geben? Ja, sieht man. Ja, ne, danke. Hab mich gut gehalten, sag ich immer. Also wir haben beide so auf über 500 Jahre gesetzt. Wann wurden die Züge erfunden? Plus, minus ungefähr. Züge? Ja, Züge. Wann wurden die Züge erfunden? Ich glaube, vor 10 Jahren. Ah. Ja, das habe ich... Ja, vor 10 Jahren. Das habe ich auf jeden Fall noch mitbekommen, ja. Das ist schön. Und wie ist dein Name? Horst Flock. Großes F, kleiner Stock. Das ist ein toller Name, Stock. Hallo, Horst Stock. Nee, nee, Flock. Was? Flock. Stock, nur das, danke, nur ja. Der Stock ist groß. Was? Ja, welcher Flock Stock klein. Ist? Also groß, ne, verstehst du? Nee. Großes F, kleiner Stock. Flock. Mein Name ist Rassin Puxen, Doppel-O und CKL. Ja, Gott sei Dank habe ich den Rest nicht verstanden. Ich hätte es eh nicht verstanden. Oder kapiert. Das ging mir zu schnell. Horst, du kannst mich einfach Lola nennen.